Und damit herzlich willkommen zum Teambuilding für einen neuen GPL-Kampf. Heute das Team gegen den guten Crowd und seine, wie heißen die nochmal, Variant Vulpix. Erstmal richtig hinsetzen hier. Ich muss mich... Jetzt sitze ich richtig. Wie gesagt, wir spielen gegen Crowd und seine Variant Vulpix. Und der Crowd ist wie ich nicht unbedingt der, der so gut dasteht in der Tabelle. Und ja... Deswegen wollen wir beide natürlich den Sieg. Der Crowd, der hat letzte Woche leider sein Match, glaube ich, ein bisschen hergegeben gegen den Regi. Also ich würde ja nie gegen Regi verlieren, ne? Höchstens wenn dann 5-0 oder so. Deswegen, ja, nein, also Crowd hat letzte Woche verloren. Wir haben gewonnen gegen den guten Bene. Absolut ohne Hex. Ging alles rechtens zu, absolut gar kein Problem. Natürlich. Und ja... Ich möchte gerne mal zweimal hintereinander gewinnen. Wäre ziemlich cool. Ich habe jetzt 3 Siege und 6 Niederlagen. 2 Matches gibt es noch. Ich hätte am Ende gern 5-6. Damit wäre ich dann sogar zufrieden und freue mich dann auf die Wechsel, die ich betreiben kann. Allerdings müssen wir dafür noch gegen den Crowd und am letzten Spieltag der Hinrunde gegen Levis ran. Deswegen dachte ich mal, okay, komm. Teambuilding gegen Crowd. Der Junge, der den Z-Stein falsch auf einen Mon gepackt hat, weil er dachte, Z-Nitro-Ladung funktioniert. Muss ich aber ehrlich sagen, ich hab das auch nicht gewusst. Also, das erledigt beim Draft, als er das gemacht hat, war ich nicht mehr da und hab das leider nicht mitbekommen. Aber ich hätte da auch nicht dran gedacht, muss ich sagen. Und ja, trotzdem hat er, wie ich finde, ein ganz gutes Team. Ich meine, allein weil er einen bestimmten Yu-Gi-Oh-Pick hat, den ich ziemlich cool finde, ist sein Team ganz interessant. Und zwar hat er dabei Mega Bibor, Latios, Kapukime, Kobalium, Alola, Knogga, Meloetta, Donphan, Rotom, Mo, Arctos, Tengulist und Wolverog in der Nachtform. Wir sehen schon, er hat so einige Threats. Also ich meine, Mega Bibor ist scheiße stark, Latios ist scheiße stark. Er hat nur sowas wie ein Kobalium, was bei meinem Typ letzte Season echt gut Schaden gemacht hat. Er hat Meloetta, was ein unfassbar cooles Pokémon ist. Ich meine, komm, letzte Season, ich Meloetta war schon cool. Er hat Frank. Frank ist der King. Frank ist der Barbo. Vor allem als Ryu-Pick definitiv besser als ein Yu-Gi-Oh-Pick. Rotom Mo noch ganz gut. Ich merke gerade mit Rotom, Donphan, Meloetta. Das sind so eine drei. Die 3 Mons hatte ich auch letzte Season. Nicer Boy. Ja, so. Was habe ich mir einfallen lassen gegen dieses Team? Der Crowd ist bekannt, dass er gerne mal den Rückenwind auf Bibor spielt. Und deswegen wäre es natürlich optimal, wenn er das auch zum Beispiel gegen mich macht. Oder wenn er einen Sub draufpacken sollte. Einfach um den Sucker Punch von Absol zu umgehen. Deswegen dachte ich mir, ich gucke mir mal das Team an. Und seine Switch-ins, die er in physisches Mega-Absol hat, sind Kapukime. Klar, wegen Kapukime kann ich im Prinzip nicht wirklich was machen. Kobalium wäre auch noch eine Möglichkeit mit Redlichkeit. Vielleicht ist da ja ein Scarf drauf, wer weiß, um den Angriff dann zu erhöhen. Donphan im Prinzip auch noch. Physisch-defensiv kann Donphan, kann ein Absol eigentlich nicht so viel gegen Donphan machen. Und ja, das sind so eigentlich seine Switch-ins. Und da dachte ich mir, komm, weißt du was? Spielst du mal ein komplett spezielles Absol? Ich war auch beim Moveset kurz davor, 4 spezielle Moves zu spielen. Allerdings, ein Sucker Punch ist schon gut. Und Mega Absol mit 150 Attack braucht tatsächlich nicht mal viel Investment und trotzdem mit einem Sucker guten Schaden zu machen. Und ich meine, wenn da ein Knogga ist, was ich booste, wenn da ein Meloetta ist, wenn da ein Latios ist und wenn da ein Bibor ist, dann möchte ich noch einen Sucker in der Hinterhand haben. Aber deswegen spielen wir Dark Pulse, Thunderbolt, also Donnerblitz und Flammenwurf. Ich hatte davor übrigens auch den Eisstrahl drauf, weil ich tatsächlich mit den 4 Moves 10 Mons von ihm sehr effektiv treffen kann mit 4 Moves. Allerdings habe ich einen Eisstrahl weggepackt, weil mit Eisstrahl hätte ich halt an sich Rotom, wobei ich Rotom auch mit Flammenwurf treffe, hätte ich halt noch Donphan sehr effektiv treffen können. War mir in der Hinsicht tatsächlich gar nicht so wichtig, weil Donphan ist, wenn es physisch defensiv ist, durch Dark Pulse ein, wenn es nicht die Leftovers hat, eine ganz hohe Chance auf einen Two-Hit. Und deswegen dachte ich, komm, nee, einen Eisstrahl brauchst du nicht unbedingt. Latios, da hast du auch einen Dark Pulse. Und sonst brauchst du den Eisstrahl nicht höchstens gegen Rotom oder Tengulist. Und da hast du beides mal Flammenwurf. Also haben wir den Dark Pulse, also die Finsteraura, den Donnerblitz, den Flammenwurf und den Tiefschlag. Tiefschlag einfach, wie gesagt, falls da ein Scarf ist oder falls da B-Boy ist. Auch wenn ich weiß, dass er gerne Rückenwind spielt und ich glaube auch, dass es diesmal wieder tun wird. Die Möglichkeit, das in der Hinterhand zu haben, ist halt ganz schön, wenn man eine Prio hat. Falls auch ein Scarf Meloetta spielen sollte. Meloetta mag und nicht Attacken, die physisch sind, auch nicht unbedingt. Da merkt ihr schon, da kommt jetzt gerade bei mir, ich weiß nicht, ob man es hört, ist das die Feuerwehr? Ich glaube, es ist die Feuerwehr. Schnauze, ich nehme gerade mein Teambuilding auf. Ja, nee, war ein Krankenwagen, okay. Ah,
Großstadt, ne? Ja, jedenfalls deswegen Spezial ist Mega Absol. Split Hair, wir haben genug Initiative, um in der Megaform noch Latios zu outspeeden. Latios ist nach Bibo sein schnellstes Mon. Bibo können wir eh nicht outspeeden. Würden wir auch nicht schaffen. Deswegen, er wird auch Adamant Bibo spielen, weil er kann sich's leisten. Meine Scarfer outspeeden auch Jolly Bibo und also ein frohes Bibo und deswegen ist es völlig egal, er wird Adamant Bibo spielen. Und ja. Deswegen, ich komme da halt auch selbst mit vollem Investment nicht an ein hartes Bibo ran und deswegen, ja, genug Investment, um Latios zu outspeeden, dann voll auf den Spezialangriff, denn wir haben 115 Spezialangriff mit Absol und die Rest, ich merke gerade, aber den Rest packen wir nicht mal in die KP, packen hier nochmal einen drauf, den Rest packen wir nämlich sogar in den Angriff, dann können wir sogar nochmal 4 in die Def packen, einfach nur, damit wir nochmal da ein bisschen mehr in die Def haben, was auch ganz schön ist. Ich merke gerade was, wir brauchen, na wobei, komm, nee, das brauchen wir nicht mehr, da können wir auch wenn dann schon voll auf 155 Attack gehen. Gerade KP-Anzahl ist bei Absol tatsächlich egal, weil die KP-Anzahl lässt sich nicht durch 8 teilen und so oft wird Absol nicht in die Tarnstange reinkommen. So, dann gehen wir zum nächsten Mon und zwar Zygarde kommt mal wieder mit, Zygarde. Ich war am überlegen, ob ich ein Dedan-Set spiele, aber ja, es klingt halt einfach nichts. Deswegen spielen wir ein Wahlband-Set, denn mit den Attacken Outrage, also Wutanfall, 1000 Pfeile, Turbo-Tempo und Brick-Break ist ein Lückenfüller. Ich brauche keinen vierten Move, egal was ich spiele, die anderen Moves sind besser. Deswegen dachte ich, packe ich einfach Brick-Break drauf, einfach nur falls er Lichtschild oder sowas rausbekommt. Wobei ich gerade nicht mehr weiß, ob dieses dumme Ding Brick-Break kann. Wie heißt das nochmal? Zygarde. So. Ich möchte nochmal kurz nachgucken, ob dieses 10% Zygarde Durchbruch kann. Okay, es kann per TM Durchbruch, also müsste es das rein theoretisch können. Ich hatte schon mal Gen-Probleme damit. Ich meine, es hat keine Arme, deswegen, ja, ist ja okay. Ja, wir spielen auf jeden Fall Wutanfall, einfach stärkster Move, den Zygarde hat. Mit Walband tut es allem weh, wenn sein Kapukime weg ist. Flyer sein Kobalium. Dann können wir mit Outrage definitiv viel Schaden machen. 1000 Pfeile ist, er hat einfach keinen Switch-In. Alles in seinem Team wird gut davon getroffen, außer Rotom und Tengulis. Aber Tengulis sind allgemein nicht so viel. Und Rotom, ja, Rotom werden ein potenzieller Switch-In. Turbo-Tempo einfach, weil Turbo-Tempo macht halt mit Walband einigermaßen gut Schaden. Gegen Bibo, das tankt physisch nicht so viel. Meloetta tankt physisch auch nicht so viel. Und ja, es ist immer schön, eine ganze Prio vielleicht noch zum Schluss zu haben. Und wie gesagt, Brick Break, also Durchbruch, einfach nur, falls er die Screens mit Latios aufsetzen sollte. Mit Meloetta kann es ja auch. Oder auch mit Rotom. Einfach nur, damit wir sie im Notfall wegbekommen, da wir dieses Mal keine Vulnona dabei haben. Weiter geht's. Panferno. Kann auch sein ganzes Team ganz gut anditschen. Und zwar packen wir aber auch einen Live-Hop drauf, weil wir brauchen den Schaden. Denn Panferno macht halt einfach sonst nicht genug Schaden, deswegen brauchen wir einen Live-Hop. Wir haben auch Blaze drauf, keine Iron Fist, weil Shadow Claw wird nicht durch Iron Fist geboostet. Dann haben wir nämlich noch den Mülltreffer, den Feuersturm und den Nahkampf. Feuersturm einfach, turret halt einen Donphan. Wobei ich da auch rein theoretisch Nahkampf klicken kann, wobei ich da gerade nicht weiß, ob das geht. Ich merke gerade, wir können die vier auch einfach noch in den Spezialangriff packen. Einen weiteren in den Spezialangriff ist ganz gut. Ja, halt Feuersturm oder so. Wir spielen Feuersturm, weil wir brauchen den Flammenblitz nicht. Ich möchte nicht so viel Recoil haben und ein Feuersturm ist halt besser gegen Dornfan. Dann kriegen wir auch nicht unbedingt Beulenheim-Schaden oder sowas. Nahkampf ist sonst an sich ganz klar. Macht halt allem noch ganz gut Schaden. Sowas wie Meloetta ist das noch ganz praktisch. Wir kriegen keinen KP-Schaden. Mülltreffer. Ich könnte Gift-Tip spielen, ja. Ich brauche aber den Mülltreffer wegen Kapukime, weil ein Gift-Heap macht da tatsächlich einfach nicht so viel Schaden, weil auch ein Gift-Heap nicht durch Eisenforce geboostet wird. Blödes Teil. Oder warte mal. Eisenfaust. So. Eisenfaust, Pokewiki, so. Gift-Heap wird nicht geboostet. Poison Jab wird leider nicht geboostet, genauso wenig wie die Dunkelklaue. Was doof ist. Aber was wollen wir machen? Deswegen, ja, mit den Attacken kann auch Panferno allem ganz guten Chip damit sparen. Die Shadow Claw habe ich einfach nur draufgepackt, falls, und zwar ist Knocker eigentlich ein Switch-In, denn Feuerattacken machen nicht viel Schaden, Kampfattacken haben gar keine Wirkung wegen Geist. Es hat Blitzfänger, falls ich einen Donnerschlag gegen Kapukime spielen sollte oder so, deswegen dachte ich, ja komm, packst einfach nochmal die Dunkelklaue drauf, um dem den guten Schaden zu machen. Falls auch Latios reinkam, was auch die ganzen Attacken von Panferno an sich resistet, kriegen wir da vielleicht auch eine Shadowclaw drauf, es wäre ganz möglich, allerdings verkacken wir halt gegen Bibor. So. Allerdings haben wir zwei Antworten unter anderem noch gegen Bibor. Eine davon ist ein physisch-defensives Zapdos, der mit noch ein bisschen Investment
Das ist einfach nur dafür da, falls er auf Zapdos Speed creept mit, ich glaube, Meloetta zum Beispiel, oder mit einem anderen Mon. Ich habe einfach nur ein bisschen 20 reingepackt, nur falls er mich Speed creepen sollte mit irgendwas, dann, ja, sind wir da vielleicht nochmal ein bisschen schneller. 195 voll auf KP, voll physisch-defensiv, weil physisch-defensiv ist gut. Möchte das Ganze physisch-defensiv haben. Wir können auch gegen Element B-Ward tanken, wir trotzdem keine zwei Poison-Jabs. Aber wenn wir Glück haben, treffen die 30% Statik, die ich ja drauf spielen kann, da ich kein Defog drauf spiele. Und dann können wir das paralysieren und uns gegen roosten. Ekelhafte Taktik, auch weil wir nochmal Toxic und Discharge drauf haben. Discharge, ich mag die Paralyse. Sein Switchen rein theoretisch ist halt Knogger und das Ding Toxicen wäre vielleicht ganz praktisch. Und dann können wir uns einfach gegen roosten und dann mit Toxic müssen wir mit Discharge und Statik haben wir eine gute Paralyse-Chance für die ganzen Mons. Toxic ist auch gut gegen Donphan zum Beispiel und dann gegen roosten ist halt schön. Und einfach, da er Tailwind spielt, habe ich auch mal... Habe ich auch nochmal den Tailwind hier, also den Rückhinwind draufgepackt, einfach mal, um meine anderen Mons ein bisschen schneller zu machen, da bei einigen Pokémon ein Speed fehlt. Gerade bei Absol hätte ich nochmal ein bisschen mehr Speed wegen Bibor. Gerade Panferno hätte ich sehr gerne mehr Speed, einfach damit ich... Auch übrigens, wir spielen auf Panferno, habe ich den Split gar nicht erklärt, ne? Bei Zygarde auch Split, einfach um schneller zu sein als Latios. Bei Panferno voll in it, um im Notfall mit Cobalion Speed teilen zu können. Und Zapdos habe ich ja gesagt, deswegen ja. So, ja, einfach Rückenwind, damit wir im Notfall auch nochmal einen Rückenwind rausholen können, um vielleicht mit Panferno oder Absol hier auch nochmal gut Schaden zu klicken, da wir dann schneller sind. So, dann als nächstes haben wir die Chance-Spange. Das ist unser wunderbares Flunkiefer. Tatsächlich hatte ich erst ein Scarf Ditto drin. Dann habe ich sein Team angeguckt und dachte mir so, na, Scarf Ditto ist halt irgendwie gar nicht so geil. Klar, es war schön, einen Bibor zu kopieren und einen Scarf Mega Bibor zu haben. Aber dann hat er halt ein Cobalion, das heißt, ich kann ihn in eine Giftattacke locken. Er hat viel zu viele Käfer-Resistances. Boden mit Drill Run wäre auch keine Möglichkeit, weil er da auch einiges gegen hat. Und sonst irgendwie kein Mon von ihm möchte ich halt so wirklich kopieren und mich dann auf eine Attacke locken. Deswegen habe ich es ganz rausgepackt und habe Flunkiefer reingepackt. So habe ich nämlich die Möglichkeit, die Tarnsteine rauszukriegen. Und Tarnsteine ist ganz schön. Da ist ein Bibor, da ist ein Knogger, da ist ein Arctos, da ist vielleicht ein Sash Wolverock, wer weiß. Alles andere ein bisschen Schaden zu kriegen, ist halt immer schön. Dazu kommt noch der Metal Burst, heißt Metallstoß. Grüße gehen raus an den Max aus der zweiten Liga. Ich habe nämlich sein Sesurium mit Metallstoß gesehen und dachte mir, machen wir auch mal. Und da wir letztes Mal gegen Richard Konter gespielt haben, spielen wir diesmal Metallstoß, denn ja, im Normalfall kann Flunkiefer ja nicht so viel gegen zum Beispiel Kapukime machen. Und wenn er dann Siedewasser klickt oder so, können wir halt Metallstoß klicken und dem Ding einfach anderthalb Schaden zurückhauen. Was ganz schön ist, deswegen auch Metallstoß und Spiegelcape kann es ja nicht, aber Konter brauchen wir nicht, weil Metal Burst macht halt sowohl auf der speziellen als auch auf der physischen Seite dann Schaden. Hinzu kommt, dass Morwall, also Flunkiefer, ein Check gegen Latios ist, denn er kann nicht auf Drachenattacken gehen, Psychoattacken werden resisted, beide Steps schon mal weg. Klar, ein HP Fire kann, wenn er Life Orb ist und so ein Dings, dann kann das sogar ausreichen. Allerdings haben wir da die Orca Berry drauf. Einfach um sicher zu gehen und damit wir auch vielleicht Metallstoß gegen Knogger klicken können. Wäre immer schön, weil wie gesagt, durch die Orca Berry tanken wir das definitiv. Und er kriegt einen Metal Burst, also Metallstoß, anderthalbfachen Schaden zurück reingedrückt. Und das wird dann im Normalfall vielleicht sogar das Ding rausnehmen. Falls nicht, haben wir immer noch den Tiefschlag auf dem Ding. Und wir haben auch noch den Knuddler, weil Knuddler macht allem ganz passablen Schaden. Das hat Knuddler, ne? Wir haben jetzt nicht so viel Attack. Wir haben voll KP, einfach um Bulk. Dann haben wir 36 in die Initiative. Das ist tatsächlich einfach nur dafür da, dass wir ein defensives Dawnfun sicher outspeeden, selbst wenn er noch 1, 2, 3, 4 Punkte in die Dings reinpackt, weil Dawnfun und Flunkiefer haben den gleichen Speedwert. Und ich dachte mir einfach, komm, packst du 36 rein, nur falls, damit wir halt vorher vielleicht nochmal die Rocks rausbekommen oder auf Knuddler gehen können gegen Dawnfun, was ganz schön ist. So, dann haben wir 15 Minuten für Playmon und jetzt kommen wir zum Herzstück. Das finde ich selbst ziemlich cool. Denn wenn wir uns ein Team angucken, Necrozma kann unfassbar gut sein. Denn wir spielen ein Expert Belt Necrozma mit Rock Polish, also Steinpolitur, Ladestrahl, Finsteraura, Psychokinese. Wir haben so viel in Investment mit 148, um nach einem nach einer Steinpolitur definitiv alle seine Monster outspeeden, also Bibor. Hinzu kommt, dass wir mit Rotom, was potenziell sein schnellster Scarfer, abgesehen von Latios und Cobalion ist. Ich glaube aber nicht, dass er Latios und Cobalion scarfen wird.
sondern damit können wir halt Rotom, was sein schnellster sonst Scarfo ist, auch noch outspeeden. Dazu können wir mit Ladestrahl unseren Spezialangriff erhöhen. Mit dem Expert Belt machen sehr effektive Attacken 20% mehr Schaden, was bedeutet sowas wie ein Dark Pulse gegen Latios, gegen Knogga, gegen Meloetta, eine Psychokinese gegen Bieber, wobei das selbst ohne ausreicht, da muss man nichts sagen, gegen Psycho einfach trifft vieles neutral, ist der beste, ist mit der beste Angriff, den Necrozma halt quasi so hat. Und Charge Beam selbst ist halt auch noch gut, um gegen Kapukimi oder auf einen Switch den Spezialangriff um 1 anzuheben. Und wenn wir Init plus 2 gehen, und ich muss gerade sagen, ich bin tatsächlich am Überlegen bei Necrozma, ich weiß nicht, ob Expert Belt so gut ist. An sich wäre natürlich ein Life Orb besser, aber der ist halt schon auf Panferno und ich weiß gerade sonst nicht, was ich drauf spielen soll. Deswegen einfach immer Export Belt. Wir können damit halt bei plus 1 Latios killen, auf vor allem auch outspeeden. Necrozma kann unfassbar guten Schaden machen, wenn wir vielleicht auf einen Switch von ihm die Steinpolitur rausbekommen und dann vielleicht sogar, wenn er irgendwie was sacken möchte, mit Ladestrahl das Ding rausnehmen, mit 70% die Wahrscheinlichkeit, dass wir unseren Spezialangriff erhöhen. Und mit den zwei Moves, er kann kaum was gegen machen. Er kann Necrozma wirklich, wirklich wenig machen. Durch die Fähigkeit und den Naturbulk, den Necrozma mitbringt, machen wir halt echt viel Schaden und bauen ziemlich viel Druck auf. Und deswegen könnte Necrozma vielleicht potenziell sogar zu einer Art Matchwinner gegen Ende werden, wenn wir, wie gesagt, die Steinpolitur rausbekommen. Und im Normalfall, wenn da jetzt nicht gerade Bibor ist, dann kriegen wir die Steinpolitur auch raus. Zum Beispiel, wir sind ein Psychotyp, also ich könnte mich fast gegen Meloetta boosten oder so. Ich könnte mich rein theoretisch gegen Donphan boosten. Das gibt es Möglichkeiten. Gegen Kapukime auch. Das sind Monster, klar, die können Toxic klicken oder so. Aber ja, das ist mein Team gegen den guten Kraut. Den Kraut. Mal gucken, wie es wird. Wie gesagt, Necrozma könnte gute Arbeit leisten. Wir haben einen schönen, nennen wir es mal Staller mit Zapdos, halt Roost, Toxic und so. Wir haben Monzi gut Schaden reinmachen, Schaden reinhauen können. Absol, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, wenn er merkt, dass er speziell ist und er seine physischen Monster reinholt. Was alles potenziell möglich ist. Und dann gucken wir mal, wie der Kampf ausgeht. Ich hätte sehr gerne 2 Siege hintereinander. Wir gucken mal, wie es ausgeht. Ich würde sagen, man sieht sich dann morgen zum Kampf. Wir sind dran. Ich glaube 15 Uhr, ich glaube 15 Uhr muss das gewesen sein. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns alle morgen zu einem wunderbaren Live-Kampf sehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Samstag und wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.